Hallo, hier ist wieder Bernhard Eschbaumer von der Firma Eschbaumer Forst- und Gartentechnik und ich begrüße euch an den wunderschönen sonnigen Nachmittag und will euch einmal die Stihl FS94C vorstellen. Das ist eine handliche Motorsense mit einem Getriebe und einem Grasschneideplatz, serienmäßig. Kann man aber einen Fadenmähkopf oder andere Sachen anbauen. Gibt es verschiedene Möglichkeiten. Von der Ausstattung habt ihr schon einen einfachen Doppelschultergurt dabei. Also Doppelschultergurt heißt wie ein Rucksack, wo ihr hier und hier einhängen könnt und dann entsprechend an der Sense anbringen das Ganze. Das ist eine solide Motorsense mit 1,2 PS, 0,9 kW. Also so für Pflegearbeiten daheim im Garten eine ideale Sense. Nichts für große, schwere Sachen im Wald, da gibt es andere Typen dann. Von der Bedienung her ist es recht einfach gehalten. Ihr braucht bloß einen Schock zu machen. Zum Starten hier zumachen, drücken, drehen, dann rastet der ein, dann ist der Schock zu. Habt ihr das gesehen? Also kurz nochmal Gas geben, dann geht es raus. Also ihr dürft den rüber drehen, eindrücken und dann rastet der ein, dann bleibt er in der Startposition. Tankdeckel haben konventionell, einfach zum Aufschrauben. Also voll tanken, der Tank ist durchsichtig. Wichtig beachten, was zum Kraftstoff schon wie gesagt habe, entweder Sonderkraftstoff oder wenn es selber mischt, am besten Kraftstoffkonservierer mit dazugeben. Dann hier, der hat eine Stopptaste, die geht automatisch raus, also den Absteller könnt ihr nicht vergessen, wenn ihr drückt, geht es aus und da habt ihr noch so eine Handgasfunktion. Wichtig zum Gas geben, man muss hier den Sperrhebel drücken und dann Gas geben. Wenn ihr Gas gebt, geht automatisch auch der Schock wieder raus. Also vom Startvorgang, wenn er kalt ist, drücken, also rüberziehen und eindrücken, dass der drin ist. Dann zieht ihr an. Der hat einen Ergo-Starter, einen Leichtstarter. Das heißt, ihr legt es auf den Boden, haltet es fest mit einer Hand und zieht einfach sanft durch. Das kann man mit zwei Fingern anziehen. Da braucht ihr ja nicht so anreißen wie bei anderen, weil das so ein indirektes Startsystem ist. Das hat auch einen riesen Vorteil, wenn einer jetzt nicht mehr so kräftig ist oder eine Frau damit arbeiten muss. Da musst du ja nicht den Arm rausreißen, einfach sanft anziehen. Dann geht die sehr leicht starten auch. Wenn es dann einen kurzen Husterer gemacht hat, der geht dann gleich wieder aus. Gibt ihr kurz Gas, geht es auf Standgas zurück und dann nochmal anziehen, weil dann ist der Schock heraus und dann läuft sie an. Wichtig ist natürlich immer vor dem Startvorgang den Transportschutz hier runternehmen. Der ist immer mit dabei, dass da nichts passiert, weil wenn die anläuft, dann wird es den Schutz sonst zerlegen. Da ist auch noch so ein schwarzer Schutz dabei, den wo man hier drüber schieben kann, wenn man jetzt mit Fadenkopf arbeiten würde. Wenn man mit Messer arbeitet, ist der Schutz der passende. Da habt ihr ja als Piktogramm drauf, für welche Schneideinrichtung geeignet. Für Grasschneideblatt, Dickichtmesser könnt ihr den Schutz verwenden. Und sonst halt, wie gesagt, für den Fadenkopf muss der Aufsatz drauf. Wichtig ist halt auch die Sicherheit beachten. Also ich empfehle eine Gesichtsschutzkombination verwenden mit Gehörschutz, weil die Geräte ja doch lautern. Und halt Sicherheitsabstand, dass keiner in der Nähe ist, weil wenn du mit dem Messer arbeitest, kann ja doch einmal ein Stein erfasst werden und durch die Gegend fliegen. Also da immer aufpassen, dass da keine anderen Personen in der Nähe haben. Und eine stabile, gescheite Hosen würde ich natürlich auch tragen. Muss nicht unbedingt eine Schnittschutzhose sein, aber nicht unbedingt mit der kurzen Hose und die Schlappen arbeiten, sondern vernünftige, stabile Schuhe und eine gescheite Hosen, entweder Arbeitshosen oder Jeanshosen. So Schutzausrüstung könnt ihr natürlich auch bei uns beziehen. Wir haben passende Gesichts-Gehörschutzkombinationen auch. Da verlinke ich euch im Anschluss vom Video auch was zum Thema. Und auch die Sense selber, da könnt ihr die ganzen technischen Daten und alles nochmal nachlesen. Wenn es euch gefallen hat, macht es, gefällt mir, liked es mir, abonniert es mir, würde mich sehr freuen. Ich wünsche euch noch einen schönen sonnigen Nachmittag.